Bereits seit über 10 Jahren entwickelt das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA Prüfsysteme mit immer neuen Standards. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn entstand eine neue Ultraschallprüfanlage für noch mehr Sicherheit im Schienenverkehr. Die neue RWI Ultraschallprüfanlage besteht aus mehreren Prüfsensoren, die automatisch im Wasserbad verfahren. Die Sensoren werden beidseitig an die Radnabe über Kontakttechnik angekoppelt. Nach der Positionierung der Lauf- und Stirnflächenprüfköpfe wird das Radvolumen in Prüfspuren gescannt. Mehrere Näherungssensoren überwachen die exakte Radposition in der Anlage. Das Rad wird in senkrechter Position geprüft und durch verfahrbare Führungsrollen automatisiert in Position gehalten. Für eine sichere Ankopplung sind die Nabenprüfköpfe kardanisch gelagert. Um Fehlbedienungen und ungewollte Kollisionen zu vermeiden, sorgen zusätzliche Näherungsschalter für die Überwachung der Nabensensoren. Für eine komplette Prüfung wird das Rad ungefähr 50 Mal gedreht. Räder mit einem Durchmesser von 630 bis 1250 mm und bis 650 kg können ohne Umbau lediglich mit Anpassung der Prüfprogramme in der Anlage geprüft werden. Nach der Prüfung werden detektierte Fehlstellen mit Druckluftdüsen getrocknet und mit einer Farbmarkierung gekennzeichnet. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt über ein speziell entwickeltes Prüfprogramm. Zur Kalibrierung der Anlage werden die Ultraschallsensoren einem Selbsttest unterzogen. Darin wird ein Radreifen mit definiert eingebrachten Testfehlern untersucht. Bei der Kalibrierung der Sensoren werden die definierten Testfehler erkannt und exakt auf dem Bildschirm angezeigt. Die Benutzeroberfläche des Prüfprogramms erlaubt einen schnellen Überblick über erkannte Fehler. Das Prüfprogramm klassifiziert und speichert automatisch alle Fehler und erstellt eine detaillierte Lebenslaufakte. Darin ist jede Prüfung und jeder Fehler dokumentiert und somit jederzeit nachvollziehbar. Fraunhofer IPA, Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Wir produzieren Zukunft.